Für mich ist es der schönste Termin von diesen ganzen offiziellen Terminen, weil das ist doch das, was wir wollen, dass wir die ehren, die richtig aktiv sind an der Basis, die Spaß dabei haben, die aber auch Leistung bringen. Egal ob Aufstieg, Meisterschaften oder Pokale, beim Berliner Amateursportpreis werden auch 2022 grandiose Teams der Hauptstadt ausgezeichnet. Denn wenn auch wesentlich kleiner als die Jahre zuvor, soll dabei vor allem die Idee der Förderung und Wertschätzung Berliner Amateursportteams nicht vergessen werden. Insgesamt 7 Teams gehen dieses Jahr im Kampf um die Krone des Amateursportpreises an dem Gemeinschaftsprojekt vom Berliner Turn- und Freizeitsportbund, der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin, dem Landessportbund und Lotto Berlin ins Rennen. Von Judo bis hin zu rhythmischer Sportgymnastik ist alles dabei. Und es geht uns darum, zum einen zwar den Spitzensport zu fördern, aber eben auch den Breitensport. Auch die, die nicht jeden Tag auf dem Siegertreppchen stehen, auch die sollen Anerkennung haben. Und auch für das richtige Showprogramm ist gesorgt. An diesem Abend wird den Teams nicht nur eine Vorstellung mit dem Band geboten, sondern auch ein Einblick in das Pole-Dancing gewährt. Denn abseits der Verleihung ist die Veranstaltung vor allem ein großes Miteinander der Berliner Sportwelt. Ich denke, das kommt durch diesen Preis hier ganz besonders auch noch mal rüber, das soziale Engagement auch im Sport, die Zusammengehörigkeit im Sport, nicht nur das sportliche Erlebnis, sondern auch das Nebenbei und das Miteinander. Das Highlight des Abends bleibt aber die Verleihung des Amateursportpreises. Dieses Jahr haben die Basketballerinnen von Türkiyemspor Berlin allen Grund zum Jubeln. Denn seit ihrer Abteilungsgründung 2018 sind sie bis jetzt jedes Jahr aufgestiegen. Nun stehen sie in der Regionalliga und werden dafür mit dem ersten Platz belohnt. Also wir haben uns total gefreut, weil das einfach so ein Ausdruck ist für die Arbeit, die wir in den letzten 4 Jahren in den Verein gesteckt haben. Und dass wir dafür ausgezeichnet werden, das freut uns total. Über den 2. Platz dürfen sich die Damen des Havel Queen Achters freuen. Der 3. Platz geht an die Läuferinnen und Läufer der LG Mauerweg. Doch auch die anderen nominierten Teams können sich freuen. Ganz nach dem Motto, dabei sein ist alles. Denn immerhin haben alle während der schwierigen Zeit für den Breitensport in der Hauptstadt Aufstiege und Siege erlebt, für welche sie schließlich nominiert wurden. Und während man hier den Abend noch nett ausklingen lässt, gibt es schon Pläne für das nächste Jahr. Es soll ein kleines Sport, ein Amateursportfest werden, ein Amateursportabend. Und das soll eigentlich zeigen, dass Sport mehr ist als eben nur das starre Training, dass Sport Spaß an der Leistung ist. Darauf kommt es an. Dann also hoffentlich wieder im ganz großen Rahmen mit viel Tanz und Gästen, aber hoffentlich mit genauso vielen grandiosen Teams für den Amateursport in der Stadt.